meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, in diesen Tagen und Wochen hören wir Osterevangelium um Osterevangelium. Auch dieses, das uns eben verkündet wurde, haben wir am Freitag in der Osteroktav bereits schon einmal gehört. Und immer tauchen Fragen auf. Wir mit unserem klaren Menschenverstand, wir gehen mit Fragen an diese Evangelien heran und sagen, kann das denn überhaupt stimmen? Ich höre das auch in manchen Gesprächen in diesen Tagen. Wie ist das denn überhaupt mit dieser Osterbotschaft? Ist das nicht dann doch fromme Fantasie der Jünger damals, die sich nicht anders zu helfen wussten? Oder ist es dann doch die geniale Erfindung eines Paulus, der sozusagen aus diesen ungehobelten Typen vom Galiläischen Meer mal so richtige Theologen macht, die durch die Welt ziehen und sowas wie Kirche fabrizieren, muss man ja sagen. Das wäre wirklich genial, das hält ja schon 2000 Jahre. Und immer bleiben die Einwände hängen bei dem, was scheinbar oder offensichtlich widersprüchlich ist. So ist es auch hier in unserem Evangelium. Ist das nicht merkwürdig, dass uns die Evangelisten genau das berichten? Als es Morgen wurde, steht Jesus am Ufer. Aber sie erkennen ihn nicht. Fangen nichts, Jesus beauftragt sie, fahrt raus. Ihr müsst das Netz auf der anderen Seite auswerfen. Dann sagt er ihnen, wenn sie zurückkommen mit dem Fischfang, bringt von den Fischen her, aber gleichzeitig isst dort schon Brot und Fisch. Nachdem er vorher gesagt hat, habt ihr nichts zu essen. Er gibt ihnen zu essen, dieser scheinbar Unbekannte. Das sind eigentlich Widersprüche oder sagen wir mal, das ist unlogisch. Vor unserer Intelligenz, liebe Schwestern und Brüder, wir sollten nicht zu klein von uns denken, vor unserer Intelligenz halten solche Geschichten kaum stand. Hätte man das nicht besser machen können? Ja, das stimmt. Man hätte das viel besser machen können. Wenn nämlich der Einwand Wahrheit wäre, dass das Christentum eine Erfindung ist und Ostern sozusagen nur das Happy End, so das Sahnehäubchen auf diesem ganzen Kram da oben drauf, dann hätte man das deutlich besser machen müssen. Dann hätte man sich die ganzen Widersprüche gespart, diese ganzen Unebenheiten im Text. All diese Unebenheiten, an denen wir so oft hängen bleiben, auch Außenstehende hängen bleiben und uns sozusagen unseren ganzen Glauben, das, was wir Kirche nennen, das, was wir Christentum nennen, ad absurdum führen wollen. Genau diese Unebenheiten verbergen die Wahrheit des Christentums, die Wahrheit von Ostern, die Wahrheit der Auferstehung. Denn für uns bis heute ist es schwierig, damit umzugehen. Was will denn so eine Geschichte erzählen? Es ist ja nicht nur dieses Evangelium. Es ist bei den Emmaus-Jüngern so. Es ist bei Maria Magdalena am Ostermorgen so. Sie sieht ihn und erkennt ihn nicht. Erst als er spricht, erkennt sie ihn. Weiß sie, mit wem sie zu tun hat. Vorher nicht. Hier ist es nur der Lieblingsjünger, der schon beinahe mehr als Vermutung sagt, es ist der Herr. Petrus? Keine Ahnung. Fehlanzeige. Der merkt gar nichts. Der sieht, da steht einer, okay, gut. Aber Johannes, der Lieblingsjünger, merkt an der Art, wie er spricht und was er sagt, dass es der Herr ist. Und dann sagt der Evangelist, niemand traut sich zu fragen, aber sie wussten, dass er es ist. In der Art und Weise, wie er das Brot reicht, wie er ihnen sozusagen diese Gaben, die er mitbringt, gibt. Wie er spricht und was er gibt. Daran erkennen sie ihn. Es gibt offenbar einen Unterschied und doch eine Identität, eine Andersartigkeit und doch eine Wiedererkennbarkeit. Es ist nicht einfach nur
derselbe Mensch, der von den Toten wiedergekommen ist, von dem wir sagen könnten, und es gibt ein solches Osterevangelium nicht, ach, guck mal, der Jesus, da ist er ja wieder. Das ist ja ganz schön, auch war ein bisschen blöd jetzt gerade Freitag, ja, das hat bestimmt auch wehgetan. Aber jetzt ist er wieder da, super, ist der Kumpel wieder. Komm, jetzt ziehen wir wieder los. Predigen den Leuten so ein bisschen, komm, wenn du gut gelaunt bist, machst du auch ein paar gesund. Das ist nicht Christentum, liebe Schwestern und Brüder. Was aber ist das Christentum? Und was ist die Kraft von Ostern? Wir können das an diesen ungebildeten Jüngern ablesen. Und auch wenn Paulus eine pharisäische Ausbildung hat, dann ist man immer noch kein Genie. Was in Paulus gefahren ist und was ihm die Kraft eines Apostels gibt, ist die Erscheinung des Auferstandenen. Ist diese österliche Kraft, genau wie bei den anderen Aposteln. Und das erst macht ihn zum Apostel. An jedem Briefbeginn legt Paulus genau auf diesen Punkt Wert. Nichts anderes. Dass es die Kraft Gottes ist, sprich die österliche Kraft Gottes, die aus Ungelehrten, wie es die Ostkirche in diesen Tagen unaufhörlich betet, aus Ungebildeten und Ungelehrten machst du die Lehrer der Welt. Aber was lehren sie? Sie lehren offenbar uns, auch in dieser Widersprüchlichkeit oder den Unebenheiten, eine andere Wahrnehmung. Dass diese Welt, diese logische Welt, die zählt und rechnet und misst, das hat alles eine Berechtigung. Aber es ist doch ein sehr bescheidener Rahmen. Dass diese Welt größer ist, dass das Leben mehr ist als das und in einem sehr konkreten Sinn. Das ist die Aufgabe der Kirche. Das war die Aufgabe der Apostel und ist sie bis heute. Die Wirklichkeit dieser Welt zu öffnen hin für die Wirklichkeit Gottes. Die Wirklichkeit, in der Christus lebt, in der Gott existiert. Das ist der ganze Weg, den wir zu gehen haben. Was machen wir? Wir versuchen, das Christentum plausibel zu machen innerhalb der Kriterien dieser Welt, die zählt und misst und rechnet. Das nennt man Selbstverkleinerung. Dann kommt dann so eine Bonsai-Theologie heraus, eine Theologie für Taschenrechner. Das ist zu wenig, wer braucht die? Niemand. Das können die anderen Leute viel besser, die Informatiker. Die Mathematik, die Naturwissenschaft, die können das viel besser als wir. Da haben die auf keinen Theologen gewartet. Wenn wir die Kriterien dieser Welt hier, wie sie ist, in der wir leben, von der wir alle betroffen sind, niemand kann da einfach aussteigen. Wenn wir diese Kriterien schlichtweg übernehmen, und man kann das beobachten, vor allem in der deutschen Kirche, die das auch dann teuer bezahlt bei bestimmten Firmen, dann versagen wir in unserem Auftrag. Auch das kann man besichtigen. Wir helfen niemandem mehr, die größere, die eigentliche Welt zu entdecken. Die Welt von Ostern, die Welt Gottes. Nein, wir schließen unseren kirchlichen Auftrag, wir schließen das Evangelium ein in eine kleine Schublade, die einem Buchhalter gehört, die man auf und zu machen kann. Und wie gesagt, es liegt ein Taschenrechner, obwohl das ist fast schon zu hoch gegriffen für das, was wir im Moment machen. Ich würde sagen, ganz altmodisch, ein Rechenschieber ist dort. Liebe Schwestern und Brüder, wohin uns diese Evangelien führen, nicht nur führen, wo sie uns hineinreißen, wenn wir sie denn ernst nehmen, ist die andere Welt, ist die wirkliche Welt. Paulus wird nicht müde zu rufen, die Gestalt dieser Welt vergeht. Das Rechnen und Zählen, das Messen können und alles muss so sein, dass es in meinen kleinen Kopf hineingeht. Und dann ist es wirklich wahr. Es ist zu wenig, es ist zu klein. Wir wollen mehr. Und die Welt und das Leben ist mehr. Es ist ein gelingendes Leben. Ein Leben, das nicht einfach aufhört, sondern ein Leben, das hin zu Gott führt, weil es erst dann zu seiner ganzen Fülle kommt. Ich will, dass ihr das Leben habt und es in Fülle habt, sagt Jesus. Und das meint er auch so.
Aber diese Fülle finden wir eben nicht hier, sondern wir finden sie nur, wenn wir uns diesen Unebenheiten anschließen, denn sie verbergen die Wahrheit. Es ist mit unserer Sprache, es ist mit den Kriterien unserer Welt ausgedrückt, was man eigentlich gar nicht ausdrücken kann. Ostern, er lebt, er ist auferstanden. Ja, er ist derselbe und er ist doch anders. Er ist nicht einfach in diese messbare Welt zurückgekommen, dass wir ihn einfach so identifizieren könnten, aber wir wissen, er ist der gleiche. Aber er ist schon in der neuen Welt. Und noch einmal, auch Liturgie ist genau zu verstehen unter diesen Kriterien der neuen Welt, nicht der hiesigen. Eine Liturgie, die uns nicht öffnet für diese neue Welt, für das Leben in Gott, für das österliche Leben, ist keine Liturgie. Das ist ein Happening, ein Meeting oder sonst etwas. Alles gut, aber nicht Gottesdienst. Das ist ja die Aufgabe dessen, weshalb wir den Sonntag brauchen, weshalb wir unsere Gemeinschaft brauchen, damit wir uns gegenseitig helfen, dieses Leben, das eigentliche Leben nicht zu vergessen. Die österliche Gabe nicht zu vergessen, sie nicht zu verschließen in unsere Buchhalterschublade, sondern alle Schubladen, die wir haben, aufzuziehen, damit alles, was es gibt, durchdrungen wird von diesem unverwüstlichen Leben, das Gott uns in Christus hinhält, an dem wir teilhaben in der Kommunion mit seinem Wort, in der Kommunion der Eucharistie, in der Kommunion mit ihm, dem Auferstandenen, der jetzt hier ist, und untereinander. Ein Stück Ostern. In aller Unebenheit unseres Lebens. Aber wir brauchen es. Es ist diese apostolische Kraft, die uns geschenkt ist in der Taufe und in jeder Kommunion neu geschenkt wird. Und aus ihr können wir leben. Ein Leben, das nicht und niemals zu Ende geht.